Wir stehen hier jetzt eigentlich mitten in Ihrer Sammlung rein. Was ist das für eine Sammlung? Wie viele Stück hat es da? Was ist das alles da drin? Also es sind hauptsächlich nur olympische Sachen. Also das heißt nicht noch andere Organisations- oder große Wettbewerbe wie Fußball oder Leichtathletik, sondern wirklich olympische Spiele, Winter und Sommer. Es sind etwa 60'000 Objekte, das habe ich mal so grob überschlagen. Da sind natürlich ganz kleine Teile dabei, wie ein Pin ist eins oder ein 2 Meter großes Maskottchen ist auch eins. Also so kommt das etwa zusammen. Sie haben vorher gesagt, man kann davon leben. Inwiefern kann man von deren Arbeit leben? Also von der Sammlung selber nicht. Die kostet Geld und da muss man viel investieren. Sondern im Laufe der Jahre habe ich mir ein Know-how erarbeitet von, über die Geschichte, über das Design vor allem. Und über das Thema habe ich neu jetzt Projekte daraus entwickelt, wie Ausstellungen, Bücher und so weiter. Und von dem kann man leben. Was ist Ihr Lieblingsstück in dieser Sammlung? Gibt es eins? Es gibt mehrere, aber ich habe natürlich schon ganz spezielle Präferenz für Unikat, zum Beispiel Skizzen von Originalkünstlern, die etwas Markantes erfunden haben. Zum Beispiel Piktogramm von München 72, habe ich Original-Skizzen von dem Designer, den kenne ich persönlich. Das sind schon alles so Highlights und wunderbare Teile, die ein Teil von der olympischen Geschichte sind. Sie machen das jetzt schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren ungefähr. Gibt es da ein, zwei Highlights, die Sie dort mal oder wo Sie jetzt Ihre ganze Geschichte erlebt haben? Etwas für das grösste Erlebnis, das schönste Erlebnis? Also da kommen mir wirklich tausend Sachen durch den Kopf. Aber sicher eines der schönsten Erlebnisse war meine erste Eröffnungsfeier in Lillehammer 94. Das ist wirklich, weil es das erste Mal war, weil es so perfekt war, weil es so kalt und winterlich war, weil die Stimmung so perfekt war. Das war eines der wirklich schönsten Momente. Das werde ich nie vergessen.